nicht denken. Grüße. Bin ich da richtig beim Anzeigenteil? Ja, ich möchte nämlich eine Anzeige erstatten, bitte. Und was? Nein, nicht für Erotik. Wie kommen Sie drauf? Nein, verdammt. Ich will in die Spalte... Auto-Oldtimer-Suche. Ja, bitte, mein Name? Ingenieur Engelbert Breitfuß. Ja? Ja, hallo Walter Sievers. Du hast du vielleicht einen Dakota-beigen Polo in deinem Geschäft stehen? Na, das ist kein Spaß. Hallo! Alter, Herr Klaus, wie geht's dem Ingenieur jetzt? Ich befürchte unverändert, aber ich werde mich weiter schlau machen. Wunderbar. Friesel, Sievers, du, ich suche ein Auto. Nein, nicht für mich. Und zwar Dakota-beigen Polo 77. Was heißt, wie schaut das aus? Bin ich der Autohändler oder du? Vergiss es. So, alles auf. Hat jemand von Ihnen einen alten Polo zu Hause? Gut. Schlecht für Sie, weil dann müssen Sie nämlich morgen wiederkommen. Danke. Ich hätte einen alten, dunkelgrünen Jaguar daheim. Gratuliere. Ich brauche aber einen alten Polo. Einen Jaguar hat schon jeder. Herr Ingenieur! Schauen Sie mal rein, ganz unverbindlich. Vielleicht finden Sie was. Ein Minivan, einen sparsamen Diesel. Schon geredet mit dem Händler, ein paar Prozente wären sicher drinnen. Ja, das glaube ich, dass da ein paar Prozent für Sie drinnen sind, nicht? Okay, der Händler ist mein Schwager, zufällig aber nur, nicht? Sagst du deinen lieben Freund, bräuchte ich da was? Stellen Sie ihn bitte weg von mir, ja? So, jetzt werde ich Ihnen mal was sagen, Sie stur haben. Seit 14 Tagen hänge ich pausenlos am Telefon, mache alle Autohändler rebellisch wegen ihrer Kraxen. Aus, vorbei, vergessen Sie es. Es gibt in diesem Land keinen fahrbereiten Dakota-beigen Polo. Ah, Herr Breitfuß. Gott sei Dank nicht. Ah, hey, ich bin der Joe. Ja. Ach, hey. Der Engelbert und was? Na, ich komme mit deiner Nase. Na, endlich. Ich hab schon geglaubt, da meldet sich gar keiner mehr. Was für eine Nase, bitte. Seine. Oh. Guten Tag, mein Name ist Breitfuß. Ich habe ein Pech gehabt mit meinem Polo und suche deswegen einen alten Polo, der noch lange fährt. Wurscht, was er kostet. Bitte, bitte, bitte vorstellen bei der MA2412. Ja, da haben Sie sich ja mächtig schlau gemacht, Frau Knackerl. Gell? Ja, Probefahrtl, Engelbert. Was? Ja, du schau, auch ein Kräuterfan, was? Ja, na gut, aber bevor wir da jetzt großartig eine Probefahrt machen, gell? Da müssen wir uns über den Preis schon unterhalten, nicht? Weil also mehr bitte, als. Bitte, wir werden da nicht streitert werden. Na. All you need is love and peace. Ja, bis wohin? Also bis mehr als 10.000 können Sie noch abschminken, gell? So, Herr Gescheit, nein, das geht ja kein Dakota-Beigen-Polo. Sie können Ihren Autoverkäufer Freunden sagen, dass Flaschen sind. So, bitte. Wäre das nicht eine prima Alternative, Herr Ingenieur, Ihrer Gesundheit und der Umwelt zuliebe? Ja, Herr, ich brauche keine Umwelt. Ja? Mache nämlich eine Probefahrt mit meinem neuen Polo. Der hat nämlich total wenig Kilometer drauf, der hat einer alten Frau gehört. Ja? Du, ich habe ihn sogar neu lackiert. Neu lackiert? Schau mal. Na, was sagst du, Engelbert? Super cool, gell? Jelli! Na komm, setz dir mal eine. Ja bitte, da mach ich ein Foto davon. Das Fahrrad hätte wenigstens von der Farbe her entsprochen. Bitte, Ingenieur, setzen Sie sich rein, bitte. Ich glaube, das hat sehr übrig. Ja, ich suche nämlich was Solides. Solide genug? Oh, ich meine, die Lackierung ist natürlich Geschmackssache. Aber drunter ist er episch. Sie sind ein Papa, ein Autoschänder. So. Hoch zu Ross nach Nursch würde dann wahrlich gut stehen. Herr Klaus, ich glaube, Sie verkennen hier die Situation, ja? Und wenn der depperte Gaul jetzt auch noch im Amtsparkplatz anscheißt, ja? Hör da noch mal. Na, nicht wahr? Ich geht!
Hallo, wo bitte Breitfuß? Ah, habe Super Polo mit alle extra. Getönte Scheiben, drei Antennen, breite Reifen, Spoiler, super Muster, super Schlitten, nichts typisiert. Was ist das für ein scheiß Farbe? Genießt du dich gar nicht mit dieser Papagei-Auto? Herr Ingenieur, ich würde Ihnen sogar meinen Rentierschlitten zur Verfügung stellen, alt, aber bewährt. Ja, Sie, das ist lieb, Herr Klaus, aber ich habe mich soeben für einen sehr entscheidenden Schritt in meinem Leben entschieden. Glauben Sie mir, ist das jetzt bitte nicht gleich gefallen? Ja? Haben Sie jetzt vor, die Welt, so wie von der Natur gewollt, per Pedes zu bereisen? Wo Sie dort mit Ihrer Natur haben, haben Sie ein Problem damit, Herrn? So, stellen Sie uns bitte auf seinen Platz, aber schnell und vorsichtig. So, Sie, Herr Weber, Sie haben da irgendwas gesagt, wie viel Prozente kriegen Sie da bei einem Autohändler? Ich habe noch gar nichts gesagt. Aha. Ja, aber wenn wir jetzt gemeinsam den Sie mit mir vorbeischauen, einmal unverbindlich nur, nicht? Sowieso. So, und das wäre unser Vorführer. Wer denn? Das ist ein Vorführwagen, Herr Ingenieur. Ah. Aha, und was wird er uns jetzt vorführen? Ein Kunststück? Ich muss mich entschuldigen für die Kollegen. Das ist kein Problem. Bin einiges gewohnt. Ja, das lasse ich jetzt dabei allein. Wenn's was braucht's, einfach schreien. Weil nur das. Die Stoßstangen zum Beispiel sind extrem weich. Das sind die Knautschzonen. Herr Weber, Sie meinen Knutschzonen und die sind innen, bitte, ja? Sagen Sie, hat der eigentlich Liegesitze? Auch keine Liegesitze. Weiß auch wieder wahr. Na ja, falls es nicht schlecht wird beim Autofahren, ne? Mir wird beim Autofahren nicht schlecht, Herr Weber, ja? Wundert mich bei Ihrer Vorweise. Und das da herinnen, das schaut auch, das schaut aus wie Plastik. Wissen Sie, woran das liegt? Es ist Plastik. Ja, eben, das sieht man halt auch nicht. Und was ist das für eine Farbe? Tweety Yellow. Aha, das schaut nämlich eher aus wie so ein schieres Gelb. Und? Na ja. Was sagen's? Schauen Sie, sowas ist halt auch eine Entscheidung fürs Leben. Vollkommen richtig. Darum gibt's bei uns auch 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten. Was? 10 Jahre? Aha. Schon mal nicht viel. Was ist, wenn ich länger lebe? Okay, das tun sicher nicht, der Ingenieur. Dann würde ich mir an Ihrer Stelle überhaupt keine Sorgen machen. Außerdem ist ein Auto heutzutage reiner Gebrauchsgegenstand. Ja, für Sie vielleicht, nicht, weil Sie ein oberflächlicher Mensch sind. Nicht? Herr Breitfuß, Sie an Ihrer Stelle würden ja, nicht. Ja, Sie sind aber nicht an meiner Stelle, danke. Herr Ingenieur, bitte machen Sie es nicht so spannend. Na gut. Ich möchte da einmal drüber schlafen. Ja. Wo? Zu Hause oder im Amt? Ah, Herr Weber, wie viele Prozente haben Sie gesagt, kriegen wir da jetzt? 16. Aha. Ist das viel oder? Ja, 12 für mich, 4 für Sie und das passt. Also wegen dem Preis können wir da sicher ein bisschen reden. Ja, na, schauen Sie, bei mir ist das offen gestanden weniger eine Frage des Preises. Aber schauen Sie, mein Polo, ja, das war halt einfach, das war mehr Auto. So, Herr Jäger, wir nehmen ihn. Ja, na wunderbar. Grüß die alte Frau. Da werden wir sicher einen Mordsfreit damit haben. Nein, das will ich doch hoffen. Aber ja. Moment, ich glaube, ich war aber vorher. Nein, tut mir leid, aber ich habe mit der Dame schon gestern eine mündliche Vereinbarung getroffen. Genau. Ja. Aber gestern, ja, ist eben gestern. Und ja, und heute ist leider heute. Ja. Also ich habe mich jetzt für den Wagen entschieden. Na, aber mündlich haben Sie sich dann auch nicht entschieden. Aber gedanklich! Herr Ingenieur, bitte, sind so viele andere Autos. Außerdem haben wir genau dasselbe Modell da draußen am herrlichen Twitter Yellow. Ich bin eh schon drin gesessen in der gelben Schüssel, Herrn. Glauben Sie, wie ein gelbes Auto? Nein, ich will aber auch kein gelbes Auto. Ich habe mir gestern den da angeschaut. Ja, das war eben gestern. Und gestern ist zu früh. Heute ist eben jetzt aus. Was mit so einem Tupi-Heine stelle ich mich da gar nicht her. Wir machen jetzt den Kaufvertrag. Ja, bitte. Ich habe ein Auto zum Eintauschen da. Eintauschen? Ah, ja. Ja, na, wo haben Sie denn? Ja, draußen. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Ja, gut.
Sag's, hat die da jetzt vorher Toupé-Heini zu mir gesagt? Nein. Also ich hab schon Toupé-Heini verstanden. Ja, ich nehm ja auch, ja. Hey, jetzt kommst du, reiß den Hals, bitte. Schatz, sowas kann ich da leider nicht ausstellen, aber dann ging's sicher privat los. Glaubst du wirklich? Aber ja. Ich mein, ist halt mehr ein Liebhaberfahrzeug, nicht? Aber so schön ja noch ganz kurz für nach. Ich habe ja schon. Ich hab doch immer aufstehen. Ich hab da genug gehabt. Ich muss mich entschuldigen für den Kollegen. Aber ihm sind die Nerven. Das ist ein 77er. Also, sieh, ich wäre bereit, auf den Neuwagen zu verzichten. Genau. Ja, ja, wir übernehmen sogar die Verschrottung von der Kraxen. Oh, das kostet ja keinen Schilling. Na, Moment einmal, ob Verschrotten so gescheit ist? Ich meine, jetzt sind wir tagelang. Also, Sie schweigen. Ja, bitte. Wir haben es überlebt. Nix wie ein Hoster. Was sagen Sie, Herr Ingenieur? Exakt nach Ihrem Modell. So, Sie verschwinden sofort mit dieser stinkenden Kraxen, ja, von meinem Parkplatz. Ja, aber blitzartig. Nicht? Mit ein neues Auto. Ganz genauso wie meiner. Der Kutterbisch. Ja. Für mich ist es eines der schönsten Autos, was ich gebaut habe.